Liebe SGV-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Stimmen vor dem Spiel. Denn die neue Saison beginnt für den SGV am Samstag zu Hause gegen Eintracht Frankfurt 2. Und genau darüber geht es heute auch mit unserem Cheftrainer Roland Seitz und natürlich auch noch mit unserem altbekannten Marco Kehl-Gommes. Roland, erstmal zur Mannschaft. Wir haben einen kleinen Umbruch gehabt. Wir haben 11 neue Spieler, wenn ich richtig gezählt habe, geholt. Das Team musste sich erstmal zusammenfinden. Was hast du jetzt für einen Eindruck von der Mannschaft? Ja gut, es ist schon eine große Umstellung gewesen, viele neue Gesichter. Ich glaube, mit den U19-Spielern, die ja schon bei uns im Verein waren, aber für die erste Mannschaft auch Neuzugänge sind, sind sogar ein bisschen mehr. Aber ja, ich habe eine sehr, sehr willige, sehr fleißige Mannschaft kennengelernt, die, glaube ich, schon miteinander, sagen wir mal, Gas geben will, miteinander Erfolg haben will. Klar, es sind viele Dinge noch nicht so, wie man es wünscht, weil einfach die Abläufe, alles, was man halt so kennt, peu à peu erst dazukommt, dann auch der ein oder andere Neuzugang ein bisschen später gekommen ist. Das macht ja auch wieder so eine gewisse Sache her. Ja, und von daher ist es nicht ganz so einfach. Wir sind trotzdem froh nach 6 Wochen, dass es losgeht. Aber ich glaube schon, dass wir alle miteinander noch ein bisschen Zeit brauchen, bis wir uns gegenseitig kennengelernt haben, beschnuppert haben. Trotzdem freue ich mich, dass alle da sind. Ihr hattet jetzt aber ja auch trotzdem schon eine lange Vorbereitung, viele Testspiele, jetzt schon 2 Pokalspiele. Wie zufrieden bist du denn, wenn du dir jetzt nochmal die Vorbereitung so ein bisschen anschaust? Ja, im Großen und Ganzen bin ich nicht unzufrieden, aber das hört man schon in meinem Satz, dass ich auch nicht ganz zufrieden bin. Ne? Wenn man unsere Ergebnisse ansieht, wir haben sehr wenig Gegentore bekommen, das ist erstmal gut, das ist auch ein gutes Zeichen, dass die Arbeit gegen den Ball sehr, sehr gut ist. Man muss aber auch fair sein, weil wir auch viele Spiele gegen unterklassige Mannschaften hatten, dass wir einfach zu wenig Tore geschossen haben. Ne? Wir haben unsere Chancen schon rausgespielt, das ist auch wieder gut. Aber wir müssen einfach mehr Tore machen, da müssen wir dran arbeiten, weil im Pflichtspiel hast du nur die eine Chance, vielleicht kriegst du noch eine zweite. Und wenn du die nicht nützt, dann verlierst du so ein Spiel. Und da müssen wir dran arbeiten. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, haben sie gut gearbeitet, die Jungs, und bin ja auch zufrieden. Das mit dem Toreschießen können Sie ja direkt am Samstag umsetzen. Da treffen wir zum ersten Mal in der Geschichte auf Eintracht Frankfurt 2. Das ist eine sehr junge Mannschaft im Durchschnittsalter 20,1. Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, ich schätze sie schon sehr gut ein, weil sie den Vorteil haben, dass sie sehr eingespielt sind. Sie haben jetzt letztes Jahr den Einstieg gehabt in der Oberliga Hessen. Und wenn man sich die Aufstellung vom letzten Jahr ansieht und guckt sich jetzt die Aufstellung an, da ist schon sehr viel Potenzial noch da und auch Personal, ja, von letzter Saison. Also sie haben schon ein bisschen Männerfußball geschnuppert, wie man so schön sagt, wenn sie aus der U19 rauskommen, haben auch ein paar externe Neuzugänge dazugeholt und die Vorbereitung von ihnen ist sehr gut gelaufen. Die haben gegen Ulm, gegen Waldhof sehr, sehr gute und positive Ergebnisse gehabt. Also es ist wieder eine typische gute U-Mannschaft, die sehr spielstark ist und so müssen wir sie halt auch bearbeiten, ja. Wer wird denn am Samstag als Kapitän auf dem Platz stehen? Kannst du da schon was zu sagen? Ja, ist eigentlich jetzt ein Zeitpunkt gekommen, wo wir drüber reden können. Also wir haben uns entschieden, dass Marco Kegomes wieder unser Kapitän ist. Da bin ich auch froh, dass das so wieder geklappt hat, dass er auch sein Wort gegeben hat, dass er es macht. Und der Neuzugang David Pissot wird sein Stellvertreter sein. David ist so lange mit dabei, so erfahren, so eine gute Vita. Ich denke, das ist auch für die Mannschaft sehr, sehr wichtig, dass da noch ein guter Ansprechpartner ist. Und Ruben Reisig, der jetzt auch schon im Alter ist, wo er Verantwortung übernehmen kann und auch schon ein Jahr jetzt in Freiburg ist, wird quasi das Ganze komplettieren und als Dritter dann die Kapitänsbinde übernehmen. Was kannst du denn schon zum Kader sagen? Neuzugang Tom Fladung hat sich ja ganz früh einen Kreuzbandriss zugezogen. Wie sieht es mit den anderen aus für Samstag? Ja, man darf auch nicht Janis Latifovic vergessen, der sich ja leider eine Schambeinverletzung zugezogen hat und schon seit Wochen raus ist. Leider auch auf unbestimmte Zeit. Ja, weiß nicht, ob er in 2 Wochen, 4 Wochen oder in 3 Monaten der Spieler kommt. Das ist sehr, sehr schade. Ja, vor allem, weil es 2 Neuzugänge getroffen hat, die hier nochmal versucht hätten, sagen wir mal, ja, Gas zu geben, sich zu beweisen. Und dass die 2 jetzt so lange ausfallen, das tut schon sehr, sehr weh. Ansonsten sind wir eigentlich mit ein bisschen Wehwehchen, was ja normal ist, eigentlich ganz gut durchgekommen. Und wir können eigentlich im Großen und Ganzen dann schon aus dem Vollen schöpfen, was jetzt dann übergeblieben ist. Und das ist ja auch positiv. Das klingt ja erstmal gut. Dann über den digitalen Weg gute Besserung unsere 2 Langzeitverletzten und ganz viel Erfolg für Samstag. Ja, super, besten Dank. KG, erstmal danke, dass du dir hier auch die Zeit nimmst. Sehr gern. Es gab jetzt ja einen kleinen Umbruch beim SGV. Wir haben einige neue Spieler. Du bist aber geblieben und bist jetzt auch schon länger da. Wie hast du denn diesen Umbruch wahrgenommen bisher? Ja, wie gesagt, Umbruch bedeutet viele neue Gesichter, viele neue Charaktere. Ja, es hat eine Eingewöhnungszeit gebraucht, aber wir hatten auch gefühlt eine mega lange Vorbereitung. Und wir waren froh, dass wir die Zeit bekommen haben, auch bei so vielen neuen Spielern. Und wie gesagt, aber ich kann jetzt schon nach diesen 5, 6 Wochen sagen, dass vom Charakter der Mannschaft,
Das passt wirklich sehr, sehr gut zusammen. Und vielleicht musste so ein Umbruch passieren, damit man auch den nächsten Schritt macht in der Regionalliga für die SGV. Und deshalb hat das alles super funktioniert. Wir haben schon zwei Pokalspiele gehabt, hatten einige Testspiele. Also du würdest sagen, das Zusammenspiel ist eigentlich schon ja sehr gut so an sich. An sich haben wir schon noch Luft nach oben, vor allem in den Pokalspielen haben wir uns schon ein bisschen schwer getan. Aber ich glaube, das ist auch teilweise normal. Aber eins muss man ja sehen, dass wir gegen den Ball alle, da nehme ich nicht nur die Verteidiger oder die Sechser, haben wir alle sehr, sehr gut gearbeitet. Das zeigt schon den Zusammenhalt der Mannschaft. Nach vorne haben wir natürlich Luft nach oben, aber im Endeffekt sind wir in der Runde weitergekommen und paar Tage nach dem Spiel fragt niemand mehr danach. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die ersten zwei Schritte da im Pokal gemacht haben und jetzt am Samstag zählt. So ist es, am Samstag zählt gegen eine Mannschaft, gegen die wir noch nie gespielt haben. Eintracht Frankfurt 2 ist eine sehr junge Truppe, die sind Aufsteiger, die sind giftig. Was ist da wichtig am Samstag? Ja, vor allem dagegen zu halten, körperlich. Wir wissen ja alle, dass zweite Mannschaften sehr gut mit dem Ball umgehen können. Ich glaube, es ist auch eine Unbekümmertheit. Die sind jetzt aufgestiegen und die jungen Spieler wollen sich etablieren und sich ins Schaufenster spielen, auch in der Regionalliga natürlich. Und der Weg von einer zweiten Mannschaft jetzt, sage ich mal, in die Bundesliga ist auch nicht so weit. Und deshalb glaube ich, werden die richtig Bock drauf haben. Und für uns ist es wichtig, dass wir vor allem im Heimspiel zeigen, was wir drauf haben. Wie wir auch, vor allem auch letzte Saison, waren wir relativ heimstark. Das wollen wir Samstag fortsetzen. Es wird jetzt aber auch schon eine harte Woche, weil dann gleich am Mittwoch wieder das nächste Pokalspiel ansteht. Ist es schwierig, da trotzdem den Fokus zu behalten? Nee, Fokus zu behalten nicht. Natürlich, vielleicht ist es sogar positiv, dass wir am Anfang direkt eine englische Woche haben. Du hattest ja vorhin gesagt, wegen dem Einspielen. Und es ist halt schon noch was anderes. Pflichtspiele kann man nicht mit Testspielen ersetzen, ist einfach so. Und deshalb kommt jetzt Samstag das erste Pflichtspiel, dann spielen wir Mittwoch wieder in Backnang und dann Sonntag in Hoffenheim. Aber das Spiel findet Sonntag statt. Das heißt, wir haben da nochmal ein paar Tage Puffer. Aber von der Fitness her sind wir wirklich fit und das wird uns kein Bein stellen. Dann auf jeden Fall viel Erfolg jetzt Vielen erstmal für Dank. Samstag und ja, bis bald. Danke.